Herzlich willkommen hier im Golem. Vielen Dank, dass ihr bei dem schönen Wetter euch hergemacht habt. Ich bin Ole vom Freien Senderkombinat unter anderem und habe die Freude, hier zu moderieren. Und anders ist ja, was ihr alle wisst, ist immer ein bisschen undankbar, dieses Büchlein, diese Flugschrift, wie Nautilus sie genannt hat, die ich persönlich 2009 das erste Mal kennengelernt habe, als ich auf einer Demonstration, genau genommen einen Generalstreik in Paris war, wo eine große Demonstration war mit so vielen Leuten, wie ich sie in Deutschland eigentlich selten auf der Straße gesehen habe, wo ein Flugblatt auffiel, das in so einem chamoisfarbenen, dünnen Druck mit sehr guter Typografie, also auffällig guter Typografie für Linke, die ja von Gestaltung meistens keine Ahnung haben, in der eben einige Dinge zu lesen waren, zum Beispiel die Frage, wie wird die Situation verallgemeinerter Unruhe zu einer aufständischen Situation, was eben 2009 in Frankreich durchaus aktuell war, weil es eben verschiedene Bewegungen gab. Oder, und damit endete das Flugblatt, was tun, wenn die Straße einmal erobert ist, weil die Polizei dort auf Dauer besiegt wurde? Sind die Parlamente es noch wert, erstürmt zu werden? Was heißt es praktisch, die Macht lokal abzusetzen? Wie wollen wir uns entscheiden? Wie können wir uns am Leben erhalten? Wie werden wir uns wiederfinden? Das ist tatsächlich so eine sehr heterogene Fragestellung am Ende eines politischen Flugblattes, von ja eher so einer komischen Ablehnung der Parlamente als Quasselbude hin zur Frage, die eigentlich so eine der klassisch autonomen Fragen ist, nämlich wie lässt sich lokal Macht absetzen, bis zu einer Frage, die ja eher offen poetisch ist, wie man es fassen will, wie werden wir uns wiederfinden. Das Flugblatt ist dann hier wieder erschienen in diesem Bändchen, das wiederum in der Tradition steht. Das halte ich jetzt auch nur mal hoch für alle, die älteren Semester sind, das vielleicht in ihrem Bücherregal haben und die jüngeren Semester sind, können ja versuchen, es zu bekommen. Das ist die Flugschrift Nummer 6. Ich weiß gar nicht, wie viel Nummer diese Flugschrift ist. Oh, das haben wir inzwischen nicht mehr gezählt. Okay. Das ist hier von Rathgeb, vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung von 1975. Ein Buch, das eine Situationsbeschreibung gibt, der Gesellschaft des Überlebens, wie sie es nennen, die ein ABC der Revolution aufstellen, um dann eben die Gesellschaft der generalisierten Selbstverwaltung zu beschreiben. Das unsichtbare Komitee, das den kommenden Aufstand formuliert hat, hat den Imperativ des endlich das Reich der Basiskomitees. Das ist sozusagen eine bestimmte Tradition, die sich mit dem zum einen mit dem Verlag verbindet, zum anderen natürlich auch mit einer bestimmten politischen, aber insbesondere, und das denke ich, werden wir sicher auch heute diskutieren, der spezifisch historischen Situation, nämlich Frankreich 2007. Das Buch ist eine Intervention in einen bestehenden Diskurs, wie sozusagen das Flugblatt auch bei dieser Demonstration. Hat sozusagen, bezieht sich auf verschiedene Diskurse, ist also gar nicht, auch darauf werden wir sicher kommen, gar nicht so einfach zu lesen, weil Referenzen zur Situationistischen Internationale, die relativ offensichtlich sind, weniger offensichtlich die zur neueren dekonstruktiven Philosophie, Referenzen zu zum Beispiel auch der Hafenstraße, die in 6 Zeilen als Kommune, gelungene Kommune gewürdigt wird. Vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen. Die zweite Voraussetzung ist, dass im letztes Jahr, als das Buch erschien, gar nicht erstaunlicherweise, auch das werden wir sehen, dass das Bundesdeutsche Feuilleton sich darüber gefreut hat, also sowohl die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie den Aufstand propagiert, zumindest nicht in den Wirtschaftszeiten, aber tatsächlich sehr die Zeit, besonders die Zeitdiagnostik hervorgehoben hat. Niklas Mark hatte gerade neulich nochmal nachgelegt, wo er auch über Tikun geschrieben hat und nochmal gesagt, das sei wirklich eine exzellente Zeitdiagnose. Nur die kindischen Vorschläge zur Änderung der Gesellschaft wären so ein bisschen überflüssig. Was aber Alvaro und das Golem dazu gebracht hat, diese Veranstaltung hier zu machen, ist, dass es eben doch wenig oder relativ überschaubare Diskussionen der Linken gab. In der Taz und der Jungle World war so eine relativ lapidare Feststellung, dass das Buch einfach kein linkes Buch ist. Das soll mal die Rechten haben. Eine rechtsradikale Hetzschrift. Gut, das habe ich jetzt nicht mal rausgesucht. Sodass tatsächlich wir heute ein bisschen versuchen anzufangen oder weiterzuführen, was dieses Buch angeht. Dafür haben wir ein illustres Podium. Ganz rechts sitzt Karl-Heinz Delvo, der mir vorher gesagt hat, ich soll ihn als gescheiterten Aufständischen vorstellen, der ehemaliges Mitglied der Rote Armee-Fraktion ist und heute einen Verlag mit dem Namen Leica hat, der verschiedene
glaube ich, auch ganz interessante Schriften, wenn ich das richtig verstanden habe, veröffentlicht. Daneben Thomas Ebermann, Publizist, Publizist und Dramaturg. Ganz außen Andreas Blechschmidt, der seit 22 Jahren unter anderem in der Roten Flora aktiv ist, aber wie sich versteht, glaube ich, hier in diesem Publikum nicht für die Rote Flora spricht. Und neben mir, und das ist ein bisschen unhöflich gewesen, dich eigentlich als letzte vorzustellen, eigentlich müsste ich dir natürlich ich zuerst sagen. Vorstellen, aber du hast schon so reingeredet, dass ich, dann ist Hanna Mittelstädt vom Verlag Nautilus, die eben auch schon dieses Buch mit herausgegeben, ich glaube sogar übersetzt hat. So, also von daher ganz, ganz illustrer. Jetzt muss ich kurz mich hier bücken, weil das ist ein bisschen. Genau, und ich habe ein paar Fragen mir überlegt, also ich werde auch jetzt das als Moderator, das war die längste Zeit, die ich geredet habe, denn jetzt übergebe ich natürlich an das Podium und wollte sozusagen habe so eine Eröffnungsfrage an alle vier gestellt, nämlich dahingehend, wie eigentlich der Status dieses Buches eingeschätzt wird, dass euch ja offenbar auch alle so interessiert, dass ihr hergekommen seid und eben worin eigentlich so der zentrale Beitrag für die momentane politische Diskussion gesehen wird. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, ich habe es selber auch so ein bisschen gelesen, es ist ein bisschen wie so ein Jugendroman à la Catcher in the Rye oder so, wo dann nochmal so bestimmte sozusagen bestimmte Sachen zusammengefasst werden, die es populär haben werden lassen. Genau, und dann gebe ich das Mikro einfach nach rechts weiter. Das müssen wir jetzt kurz organisieren. Genau, dann müssen wir jetzt doch. Ja, Anfang ist immer scheiße, aber einer muss, und wir haben abgemacht, 10 Minuten darf man am Anfang. Ihr ahnt gar nicht, was für ein Disproporz das zu meinen vorbereiteten Notizen bildet. Ich will wenigstens eingangs auf ein Paradox hinweisen, das einiges über das Buch und über unsere Situation aussagt. Auf Seite 79 des Buches wird mal wieder vorgeschlagen, dass man mit anderen Fraktionen der Linken nichts zu tun haben soll, weil es sind verfaulende Kadaver oder Imitationen von Staatlichkeit oder jedenfalls haben die nichts beizutragen. Die kann man am Wegesrand liegen lassen und besonders zu meiden, heißt es, da seien auch die aktivistischen Milieus. Ihr Verschleiß sowie das Übermaß ihrer Ohnmacht haben sie dazu untauglich gemacht, die Möglichkeiten der Gegenwart wahrzunehmen. Im Übrigen redet man dort viel zu viel mit dem Ziel, eine unglückliche Passivität auszufüllen. Und nun haben wir so einen vollen Saal und werden mutmaßlich 2 Stunden reden. Und nach der Diktion des Buches füllen wir damit gerade unsere Passivität aus, unsere Resignation und so weiter. Also das Buch kommt sehr daher im Gestus des entschlossenen Tatmenschen, der ziemlich verächtlich auf gescheiterte Anläufe anderer Fraktionen der Linken oder auch verwandter Fraktionen schaut, der Bescheid weiß, womit man sich nicht befassen soll. 2 Abschnitte zum Thema, kümmert euch bloß nicht um Kunst und Literatur, das lenkt nur ab. Es ist nur ein Überbauphänomen. 2-3 Absätze gegen alles, was Arbeit am Begriff interessant finden könnte, theoretischen Streit interessant finden könnte. All das wird abgetan als Gelaber von Vollversammlung. Es kommt also so ein bisschen daher wie, bis jetzt ist alles gescheitert, macht mal die Straße frei, jetzt kommen wir. Und wir sind zweifelsfrei. Das ist eine ziemlich triviale Werbemasche und Attitüde, die, wenn man so alt ist wie ich, ungefähr 12-mal schon erlebt hat. Es ist das Recht derer, die das erste Scheitern erst vor sich haben, davon zu schwadronieren, dass die Falschheit vorheriger oder gleichzeitiger Optionen sich aus der Fehlerhaftigkeit und mangelnden Tatkraft speisen. Das Buch ist von dieser Tatkraft gespeist, von dieser behaupteten Tatkraft, und
Das macht einen Menschen, der gerne am Begriff arbeitet, also versucht genau zu sein, unheimlich schwer, die Frage zu beantworten, wollt ihr das überhaupt wissen, was der Einwand ist? Bei der Lektüre des Buches habe ich 40, 50 Mal an den Rand geschrieben, falsch. Das kann man natürlich psychologisieren als meine mangelnde Bereitschaft zur Aktivität, aber einige Beispiele will ich doch geben, was genaues Lesen bedeutet. Zum Beispiel ist ja sehr früh die Behauptung aufgestellt worden, wir sehen keine, ist die Behauptung aufgestellt worden, dass die Arbeitsgesellschaft das Angebot an der Verwertung der wahren Arbeitskraft einbüßt. Die Arbeit sei überflüssig geworden. Ich zitiere die Verlagerung, Mechanisierung, Automatisierung, Digitalisierung der Produktion sind dermaßen fortgeschritten, dass sie die für die Herstellung einer Ware notwendige Menge an lebendiger Arbeit, hört genau hin, auf fast nichts reduziert. Wir erleben das Paradox einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Die Mehrheit sei überflüssig, auch das ist ein Zitat, Produktion gegenstandslos geworden. Es gibt sogar das Wort von der entmaterialisierten Produktion. Ich lese das und denke, das ist alles Irrsinn. Es ist einfach falsch. Es trifft nicht zu, dass in der jetzigen Phase der Menschheit weniger Menschen industrielle Lohnarbeit machen. Es gibt eine Weltmarktkonkurrenz. Es gibt eine Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit. Es gibt eine standortausschlaggebendes Ringen darum, die Alimentation der Nichtarbeitenden, also der Rentner und Arbeitslosen, zu verringern. Es gibt einen wahnsinnigen Kampf, der Menschen bluten lässt, Menschen verarmen lässt. Aber es gibt keine Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Es gibt Sektoren in Europa, wo wegen unterlegener Produktivität zum Beispiel junge Leute kaum noch Zugang zu qualifizierten Berufen im Arbeitsmarkt finden. Wir sehen das in Griechenland oder Teile der spanischen Jugend, beklagen sich gerade darüber. Aber es gibt das nicht. Gäbe es das, wäre der Kapitalismus nicht mehr reproduktionsfähig. Wenn der Anteil des konstanten Kapitals, also des Maschinenparks, an der Produktion so hoch wäre, dass die Vernutzung menschlicher Arbeitskraft, durch die ja die Ausbeutung stattfindet, ein zu vernachlässigender Faktor wäre, gäbe es keine Kapitalakkumulation mehr. Ich stehe da sozusagen vor mit offenem Mund und denke, ihr seid verrückt, aber ihr seid sehr schwungvoll, das gebe ich zu. Ein zweites Beispiel für genaues Lesen, und ich weiß, ich stehe jetzt in der Gefahr, der Sophisterei bezichtigt zu werden. Ein gar nicht so theoretischer Satz. Auch sehr früh gefallen. Wir erkennen die Notwendigkeit an, Geld zu finden, ganz gleich mit welchen Mitteln. Ganz gleich mit welchen Mitteln, weil es gegenwärtig unmöglich ist, darauf zu verzichten, nicht aber die Notwendigkeit zu arbeiten. Dieser Satz ist in einem Ausmaß leichtfertig, Leute. Dieser Satz kann unterschrieben werden. Denkt euch was aus. Von den Hells Angels. Dieser Satz, wenn es gleichgültig ist, wie? Erlaubt es die Despotie des Bandenwesens? Kreiert das einen Begriff von Spießer, wie ihn hierzulande der abgebrühteste Zuhälter benutzen kann? Es ist nicht gleichgültig, wie man sagt. Und ich bin gewiss auf diesem Gebiet nicht pietistisch. Und wenn wir nachher betrunken sind, kann ich auch erzählen, was ich alles am Verbotenen schon gemacht habe. Aber niemals unter der Maßgabe, egal wie. Ich glaube, diese Passage, das egal wie, ist ein Schlüssel zum Verständnis der Romantisierung von Strukturen in Elendsvierteln. Sehr häufig wird in dem Buch ja betont, das seien die eigentlich die letzten noch halbwegs lebenswerten Orte. Wir haben es also zu tun mit einer Romantisierung von
besonders armen Stadtteilen. Dort sei es schön, es gibt einen geheimen Neid des Bürgertums, das dort noch Riffraff von Kraut und Unübersichtlichkeit herrscht. Ich teile diese Auffassung nicht, so sehr ich die kleinbürgerlichen, mit Reihenhäusern versehenen Vorstädte des Kleinbürgertums verachte, werde ich mir niemals einreden lassen, dass dort, wo die Armut grassiert, es auch noch schön ist. Insbesondere werde ich mir nicht einreden lassen, dass dort, wo die personale Abhängigkeit ausgeprägt ist und in gewisser Weise das widerwärtige staatliche Gewaltmonopol ersetzt hat, sich besonders gut leben lässt. Ich komme deswegen zu dem, was... Ich will es einmal sagen, die Romantisierung ist so charakteristisch, dass man nicht nachfragen darf, wegen des Schwungs, wegen des schriftstellerischen Schwungs. Und dafür steht für mich nur das Beispiel Hafenstraße. Dazu heißt es, man hat in Hamburg gesehen, wie eine Handvoll Bewohner besetzter Häuser entscheidet, dass man von nun an über ihre Leichen gehen müsse, um sie zur Räumung zu zwingen. Ich kann euch nur sagen, es war nicht so. Gott sei Dank war es nicht so, sondern diejenigen, die mit einer berechneten Militanz dafür gekämpft haben, haben nicht ausgedrückt, ich bin auch bereit dafür zu sterben, es wäre doch furchtbar, für schöner Wohnen auch noch sterben zu wollen, aber das ist nicht, sondern diese Behauptung einfach, diese Ungenauigkeit, dieses, wo ich sage, gut, dass die Leute ihre Militanz kalkuliert haben, gut, dass sie sich nicht mit Feuerwaffen bestückt haben und etwas anderes. Gut, dass sie die relative Bedeutung ihres dennoch wichtigen Kampfes begriffen haben. Damit bin ich bei dem, was ich abschließend übergeordnet sagen will. Ich glaube, das Übergeordnete ist die Behauptung, man müsse eigentlich nur aufschreiben, dass sich die Zivilisation, also dieses scheußlich Janusköpfige Produkt der Aufklärung im Niedergang befindet. Ganz viele Passagen, mal prosaisch groß, mal nüchtern behaupten, wir schreiben eigentlich einen Niedergang nur auf. Und nun kommt sozusagen, wie beurteilt man das? Auf Seite 60. Soll man doch auf große soziale Störungen zusteuern? Sollen die Verwilderung der Population, die planetarische Bedrohung, das Ende der Zivilisation doch kommen? Jeder Kontrollverlust ist allen Szenarios des Krisenmanagements vorzuziehen. Und an anderer Stelle, wir sehen keine andere realistische Option, als so früh wie möglich die Bude zu zerschlagen und bis dahin aus jedem Zusammenbruch des Systems Nutzen zu ziehen, um an Stärke zu gewinnen. Dies ist der frontalste, für mich denkbar frontalste Angriff auf solche Schriften wie die Dialektik der Aufklärung. Wenn man unbefangen den Niedergang der Zivilisation, von der wir ja wissen, dass sie nicht durch eine chinesische Mauer von der Barbarei getrennt ist, sondern deren Voraussetzung. Wenn man einmal ausdrückt, das Wegfegen der Zivilisation ist etwas, auf das ich große Vorfreude empfinde. Wenn man einmal gesagt hat, jeder Kontrollverlust ist ein Szenario des Krisenmanagements vorzuziehen, dann frage ich euch, wie geht es Menschen, die dort leben, wo das staatliche Gewaltmonopol, das ich verachte, das ich in ungezählten Schriften auseinandergenommen habe, rechtsphilosophische Drangsalierung des Menschen, Einsperren des Menschen in Regelwerk und Entsagung und so weiter. Wie geht es Menschen aber wo, kriterienlos, diese Zivilisation zusammengebrochen ist zugunsten einer Struktur von Clanherrschaft und personaler Abhängigkeit. Angst davor zu haben,
dass Menschen in ihrem jetzigen Zustand, und ich betone in ihrem jetzigen Zustand, triebbefreit agieren können. Also mal handeln, wie die Gesinnung so gewachsen ist. Angst davor zu haben, schüchtern davor zu sein, dazu bekenne ich mich. Und das hat etwas zu tun mit, ich kann die relative Apologetik in diesem Buch gegenüber dem irakischen Widerstand nicht teilen. Dort gibt es kein staatliches Gewaltmonopol zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde. Aber da gibt es ein tyrannisches sich unterordnen müssen unter diejenigen, die in dieser nicht vom staatlichen Gewaltmonopol geprägten Struktur überleben müssen. In diesem Buch gibt es ein Lob für die Hisbollah als gutes Beispiel für Selbstversorgung. Wer noch einen Blick hat auf Individualität, auf die Sehnsucht, irgendwie anders sein zu können, kann sich nicht vorstellen, dass in dieser, wenn wir jetzt mal Hisbollah, so wird es hier gemacht, als nichtstaatliche Struktur setzen, in diesen Verhältnissen überleben zu können. Ich glaube auch, dass das nicht nur Hässliche, aber auch Hässliche in seiner Janusköpfigkeit beschrieben werden muss. Die Banlieues vor Paris haben auch, falls es dort gelingt, sozusagen die Staatsmacht fernzuhalten, das ist hier die These des Buches, dass das da zeitweise gelungen ist, haben auch widerwärtigste Strukturen von Bandenherrschaft, haben auch die Demütigung zum Beispiel von Frauen, wenn diese sich den angesagten Verhaltensweisen der männlich starken, tatkräftigen, zweifelsfreien Leute nicht unterwerfen. Es heißt für mich nicht, das heißt es niemals, dass ich überwechsel auf die Seite der Dämonisierung von Unterschicht. Das ist eine alte bürgerliche Redensart. Das Proletariat sei brutal und so weiter. Oder vor 15 Jahren das Schanzenviertel könne man nicht leben, weil dann ein schwarzer Dealer gesichtet wurde oder irgendetwas anderes. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine damit, man kann das auch Hässliche nicht als das Positivum gegenüber der verachtenswerten Zivilisation behandeln. Zum Schluss, auffällig sind die zahlreichen Anspielungen auf oder die zahlreiche Apologetik vormoderner Lebensformen. Ich teile diese Apologetik gar nicht. Ich halte es, als Beispiel werden zum Beispiel gegeben, Frauen, die überlegen, lächeln, weil sie in der algerischen Subsistenzwirtschaft immerhin unabhängig von Nahrungslieferungen durch die Zentralmacht sind. Ich finde diese unglaublich langen Arbeitstage, die diese Frauen haben, weil es noch keine oder kaum Teilung der Arbeit gibt, weil es noch eine männliche Vorherrschaft gibt, unerträglich. Es ist sehr viel Romantisierung dabei. Es sind dolle Sachen werden behauptet, von denen ich nicht weiß, ob ich sie überprüfen kann oder nicht. Sie erinnern sehr an die Legende vom edlen Wilden. Beim Tsunami wissen die Eingeborenen, dass etwas droht und fliehen mit den Vögeln in die Berge, während die dekadenten Touristen weiter planschen und gar nicht mitkriegen, dass ihr Leben gleich erlischt. Das ist furchtbar, sowas zu sagen. Das ist furchtbar, das ist barbarisch. Das negiert die Errungenschaften der industriellen Arbeitsteilung. Und diese Vielzahl davon ist, glaube ich, ein attraktiv machendes Buches. Denn man kann, wenn man das Buch ernst nimmt und da drin liest, sich ganz schön viele Plätze aussuchen, wo man sagt, auch mit dem, was ich mache, was eigentlich ganz trivialer Alltag ist, bin ich aber ganz schön Bestandteil einer großen revolutionären Bewegung. Also zum Beispiel die These, wir müssen jetzt dringend lernen, wie man Pflanzen anbaut und Tomaten macht und sowas. Da habe ich natürlich vor meinem Auge die sehr angepasste Landkommune, die fleißig mit den Körnern rummacht und auch noch behaupten darf, sie sei Bestandteil eines kommunistischen Projekts. Also diese Masche, du musst nicht viel machen,
Und die Lebensberatung, bei uns wird man glücklich, sind die Bauerfängereien für in der Substanz antimoderne, gefährliche, die Dialektik der Aufklärung nicht berücksichtigende und den Gedanken verwerfenden Herangehensweise, die uns aufträgt, auch imstande der Unfreiheit. Also imstande der kapitalistisch verfassten Gesellschaft, meint Adorno damit, alles zu tun, dass das, was bisher menschheitsgeschichtlich das Schrecklichste war, sich nicht wiederhole und nicht Ähnliches. Ich kann keine Vorfreude auf Katastrophen, die ich nicht ausschließen will, empfinden, sondern Angst und glaube, dass zunächst einmal ein völlig anderes Bewusstsein entstehen müsste, um eine staatsfreie Gesellschaft so zu apologisieren, wie es in diesem Buch passiert. Vielen Dank. Okay, ich bin jetzt die Zweite. Ich spreche hier als Verlegerin dieses Buches, nicht als Autorin, aber als Verlegerin. Und ich werde dieses Buch in dem Sinne nicht verteidigen, weil ich ja auch gar nicht die Autorin bin. Aber ich möchte die Traditionslinie, in der dieses Buch steht, verteidigen, die nämlich die Traditionslinie unseres ganzen Verlages ist, wie Ole schon gesagt hat. Ist unsere ganze Verlagsgeschichte eigentlich aufgebaut, um ähnliche Ansätze des Politikverständnisses, des revolutionären Verständnisses. Wir haben seit den 70er Jahren eben diese berühmten Texte der Situationisten veröffentlicht, übersetzt aus dem Französischen und immer wieder solche, also auch sehr die französische Tradition gepflegt in unserem Verlag durch Übersetzungen. Dieses Buch hat 120 Seiten. Es ist ein Pamphlet. Ein Pamphlet ist natürlich in der deutschen, gerade auch in der deutschen linken Tradition, nicht sehr üblich. In Frankreich gibt es das alle naslang, so ein Pamphlet. Dazu gehört die große Geste, dazu gehört dieser Stil. Und ich habe den heutigen Abend so verstanden, dass wir uns hier treffen, um das Phänomen dieses Erfolgs, dieser Wirkung dieses Buches zu versuchen zu ergründen und nicht schon von vornherein das zu sagen, ich habe aber recht und ich sehe das aber anders. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin ganz unterschiedlicher Meinung. Ich bin in jedem Punkt anderer Meinung als Thomas. Ich werde es aber jetzt nicht im Einzelnen darlegen, weil ich finde, dieses Buch ist so kontrovers, das muss jeder selber lesen und jeder kann selber daraus ziehen, was er darin sieht oder sie. Ich möchte jetzt sagen, wie wir dazu gekommen sind. Wir waren in Frankreich und sind durch die Buchläden da gegangen und wurden von einem Übersetzer darauf aufmerksam gemacht, auf die ungeheure Wirkung, die dieses Buch in Frankreich hatte, die ja zusammenhing mit einer sehr starken Repression gegen die vermeintlichen Autoren. Diesen Autoren wurde vorgeworfen, sie hätten so Betonkrallen in Oberleitungsmasten des TGVs gehängt, um die Linien des Schnellverkehrs zu sabotieren. Das ist ihnen nie nachgewiesen worden. Die sind aber mit einem ungeheuren repressiven Einsatz des Militärs in dem Dorf Tarnac in Südfrankreich gefangen genommen worden, lange im Knast gewesen und irgendwann wieder entlassen worden. Das Buch ist sehr stark diskutiert worden, auch in England, auch in den USA. Und wir haben dann gedacht, okay, wir gucken es uns mal an. Die alte Generation im Verlag hatte dann schon gesagt, oh je, schon wieder so ein situationistisches Pamphlet, das haben wir doch schon in den 70er Jahren gemacht, müssen wir das nochmal machen? Wir wollten das eigentlich gar nicht. Aber unsere jungen Leute haben gesagt, ihr Mensch, ihr immer mit euren Dinosauriern, wir wollen die jungen Stimmen, wir wollen das machen. Und deshalb haben wir das auch gemacht. Und ich finde, die Wirkung, die dieses Buch hatte, ist ja ein Phänomen. Also wir haben in kürzester Zeit 25.000 Stück verkauft.
Davon hat natürlich die Gruppe einen angemessenen Anteil bekommen und konnte gewisse Probleme damit lösen. Die Diskussion in den Feuilletons war immens. Also wir hatten ganzseitige Aufmacher in den Feuilletonseiten. Natürlich waren wir als Verlag total überrascht. Wir haben 2000 Stück gedruckt. Also wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass so ein Buch in der jetzigen Zeit, auch noch so französischlastig, mit sehr starkem Bezug auf die französischen Bewegungen der Vorstädte, dass das so eine Wirkung erzielen kann. Und sicher muss man die Wirkung auf das Feuilleton untersuchen, die ist einerseits interessant. Dann gab es aber das Phänomen, dass sehr viele Lesende sich für dieses Buch eingesetzt haben. Wir hatten noch nie so viele Buchhandlungen, die stapelweise ein politisches Buch bestellt haben, auf den Tisch gelegt haben, als Aussage, als Zeichen, als Ausdruck ihrer unformulierten Unzufriedenheit. Und das waren nicht die normalen linken Buchläden, das waren sehr weitgehend einfach engagierte Buchläden oder auch engagierte Buchhändler in großen Kettenläden, die stapelweise dieses Buch hingestellt haben. Es ist doch zu untersuchen, warum so ein Buch so eine Wirkung haben kann, und zwar auf so unterschiedliche Leute. Immerhin könnte man das besprechen. In den linken Milieus wurde es auch relativ viel diskutiert. Soweit wir das mitbekommen, gibt es in jeder Stadt solche Diskussionen wie heute Abend. Gut. Es geht uns als Verlag um Anregungen zu Diskussionen. Es geht uns nicht darum, Recht zu haben, sondern wir als Verlag sind kein Parteiverlag. Wir liefern Material, mit dem jeder umgehen kann, den man als Bereicherung empfinden kann und auf dem man aufbauen kann. Für uns selber ist der mögliche Beitrag eine Erinnerung an die, was die Situationisten Basisbanalitäten genannt haben. Das ist also der Bezug auf die Subjektivität, auf die Individualität und die Verweigerung der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Repräsentationen und Institutionen. Dieser Bruch, diese radikale Ablehnung der bestehenden politischen Repräsentationen ist, denke ich, das, was die Faszination ausmacht. Das ist so unversöhnlich, diese unversöhnliche Haltung dieser Autoren. Ich denke, da geht im bürgerlichen Feuilleton eine gewisse Faszination davon aus, und bei vielen kann es eine Anregung sein, über ihre eigene Geschichte, über ihre eigene politische Tätigkeit nachzudenken und die Frage der subjektiven Verankerung neu zu denken. Wie fühle ich mich, wie kann ich, was die Anarchisten geschichtlich die Affinitätsbeziehungen genannt haben, wie kann ich das heute herstellen? Was ist der Unterschied zwischen Affinitäten und, das nennen diese Autoren ja Kommunen, was ist der Unterschied zwischen Kommune und Milieu oder Kommune und fertiger Institution? Es geht den Autoren bestimmt nicht um, also gegen demokratische Strukturen, es geht gegen demokratische Institutionen, wie sie jetzt bestehen. Und nicht gegen Basisdemokratie, gegen eine Formulierung und genaue Formulierung der eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückzuführen. Die Sprache ist ganz wichtig. Als Verlag bekommt man sehr selten so einen geschriebenen Text auf den Tisch. Deshalb auch, haben wir gesagt, interessant, dass die Sprache, die Neudefinition und die Genauigkeit der Sprache und die Originalität der Bilder ist wichtig und ist für uns als Verlag auch ein Grund, warum man ein Buch macht. Okay, ich glaube, das war es erstmal. Vielen Dank. Genau, wo sich ja schon einige Differenzen ganz, ganz schön aufzeigen. Genau. Karl-Heinz macht weiter bei unserem kleinen, sozusagen, so ersten Positionsbestimmung. Ja, das. Ja, schönen guten Abend. Also
Für Thomas war es sehr schwer, als Erster zu reden, als Dritter zu reden ist auch nicht einfach, weil schon das ein oder andere Argument. Bitte? Nur als Zweiter ist super einfach. Nein, das wollte ich auch nicht. Als Zweiter ist es ganz schwer. Als Verlegerin hast du schwer, aber es ist auch richtig, dass du als Verlegerin das Buch verteidigst. Das würde ich an deiner Stelle genauso machen. Ich gebe das einfach nur so als kurze Vorbemerkung. Selber ja Bücher raus, die sich mit Widerstand beschäftigen. Da sind immer Filme drin. Ich möchte mit meinem Kollegen eine Abbildung von Protest und Widerstand weltweit seit Mitte der 60er Jahre machen. Deswegen interessiert mich natürlich auch das, was heute aktuell ist. Und ich habe das Buch über das Feuilleton mitbekommen und ich muss sagen, das hat mich deswegen auch erstmal interessiert, aber ich habe große Schwierigkeiten gehabt, mich durch dieses Buch durchzuarbeiten. Das muss nicht an dem Buch liegen, das kann auch an mir liegen. Nicht? Also ich will damit jetzt. Ich habe mir aber deswegen jetzt überlegt, dass ich meine Kritik an dem Buch formuliere und versuche, eine Position zu entwickeln, in der Hoffnung, dass wir dann auf dieser Basis von mir aus diskutieren können. Der kommende Aufstand im Feuilleton, hoch gelobt, das könnte einen misstrauisch machen, aber auch ein schöner Traum. Warum auch nicht? Es ist möglich, dass er kommt. Ich schaue mir Europa an und sehe in den letzten Jahren, es zeigt sich etwas auf der Straße. Endlich Zeichen von allgemeinem Widerstand gegen den Kapitalismus, manchmal einfach nur Aufruhr. In den Banlieues, in Griechenland, jetzt in Spanien. Ob die Wutbürger in Stuttgart dazugehören, weiß ich nicht. Irgendwo sicher auch in einer Welt, die neben ihren Besitzakkumulationen das Individuum vom wesentlichen Einfluss auf sein Leben enteignet. Die Jugendlichen sind immer die Ersten, in denen sich die Revolte zeigt. Vielleicht ist die Zeit reif für etwas Neues. Vielleicht ist es schon so, wie Marx sagt, wenn die Dinge vom Menschen erkannt sind, erkennt man auch, dass sie schon lange vor ihrer Entdeckung in der Welt waren. Das Bewusstsein hinkt bekanntlich der Geschichtsentwicklung nach und holt eruptiv auf. Es gibt ein Bewusstsein, welches zur Kritik drängt, und es gibt eine Kritik der Dinge, die das Wissen erst zur materiellen Erkenntnis machen. Vielleicht kommt ein Aufstand. Ich bin dabei. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Wir bewegen uns gerade von Krieg zu Krieg, ohne dass sich viel tut. Die Hierarchisierung der Lebenszuteilung ist allgemein unangefochten. Im Mittelmeer ersaufen mit Wissen der großen Mehrheit der europäischen Bevölkerung die Flüchtlinge. Vielleicht stehen wir erst einmal vor einem kommenden Faschismus. Der kommende Aufstand ist kein Selbstläufer. Es finden Kämpfe statt. Die können wir verlieren. Wenn der Aufstand kommt und eine Chance haben soll, dann muss er über das Partikulare hinausgehen. Er muss also auch die erreichen, die meinen, dass sie zu den Gewinnern im Kampf um die Zuteilung von Lebensrechten gehören. Ich bezweifle, dass hier das Lob auf die Bande ausreicht, weil sie angeblich das verkörpern, was der Normalbürger angeblich sich ersehnt, jedoch in seinem Normalleben nie erlebt. Substanz meint auch, der Aufstand ist mit Kämpfen der Vergangenheit verbunden. Er aktualisiert die dort gemachten, heute aber brachliegenden Erkenntnisse und Erfahrungen. Ohne sie bleibt alles singulär und geschichtslos. Der kulturelle Bruch mit einer gesellschaftlichen Normmoral, die Bestandteil einer kollektiven Disziplinierung und Entfremdung war, das gab es schon. Die sogenannte freie Sexualität, das Leben in Kommunen, der Sozialbetrug als hochgehaltener, antistaatlicher und antikapitalistischer Akt, das subversive Getue. Die 70er Jahre sind voll davon. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein, Steine werfen auch, am Ende ist man im Bundestag.
Die Überbauinstanzen des Systems waren gestürmt worden. Und was stellt das System fest? Die unterschiedlichen Lebensformen sind in die Warenproduktion integrierbar. Je undisziplinierter sie sind, je effektiver und kreativer sie sind für den Zweck des Kapitals, der radikale Schein ist der bessere Reproduktionshaushalt für seine Subjekte. Kann das überzeugend sein, das einfach zu wiederholen? Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Das Gegenkulturelle bietet keine Basis, um langfristig gegen das System vorzugehen und seine permanente Verwertungsgewalt zu brechen. Wahrscheinlich wird Jung von Matt demnächst die Mercedes-Werbung neu gestalten. Die P-Klasse mit Elektromotor. Der kommende Aufstand für eine saubere Welt hat begonnen. P-Klasse steht für Protestklasse. Gewiss richtig ist auch, dass im Aufstand oft erst die Destruktion kommt. Es reicht, hat Marcuse damals gesagt, zu Anfang die einfache Negation, dass wir sagen, was wir nicht wollen. Die zweite Negation, dass wir die Ablehnung als Haltung überwinden und etwas Neues setzen, kommt später. Die alte Ordnung, die in uns steckt, muss aufgelöst werden. Das Innere wird durch die äußere Struktur bekämpft, die es permanent erneuert. Wir müssen also mit den bisherigen Normalzuständen brechen, um davon getrennt zu sein und uns zu befähigen, eine neue Sicht auf die gesellschaftlichen Dinge zu finden. Der Aufstand ist also eruptiv. In dem Eruptiven kann er auch gewaltsam und destruktiv sein. Das ist nun mal so. Das Eruptive zerstört und produziert unzählige Fehler und oftmals Vergehen und Verbrechen, die wir nicht verteidigen können. Hier muss man nur an die drei getöteten Bankangestellte in Griechenland im Mai 2010 erinnern, die Opfer eines anarchistischen Feuerspiels wurden, mit dem Burn, Baby, Burn das System getroffen werden sollte. Das Abfeiern der Riots kann schnell die Basis des Aufstands, zu der Vertrauen in